Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, und zwar die Bettina. Die Bettina ist Genuss- und Lebensfreude-Bloggerin. Sie ist Life Trust Coach und hat die Seite Beautiful. Das verspricht so viele Themen heute. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Ich will mich nur ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Susanne Geige. Ich bin Bra-Fitting-Beraterin und Inhaberin von der Firma BH Quinn. Ich stelle mich kurz vor, bis alle da sind. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein spannendes Thema haben. Weil wir reden jeden Mittwoch live, 18.30 Uhr, rund um das Thema perfekter BH, um Frauenthemen, um Leben, was eben Frauen bewegt, ums Wohlbefinden. Es geht nicht nur immer um den BH, sondern es geht manchmal tatsächlich auch um Themen, die Frau bewegt. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich die Bettina heute da habe. Und ich starte heute gleich und hole sie gleich rein. Es sind nämlich schon einige da. Und jetzt live. Wo ist sie? Jetzt kommt sie gleich. Ja, da ist sie doch. Hallo, liebe Bettina. Herzlich willkommen in meinem Live. Hallo, Susanne. Danke für deine Einladung. Freut mich sehr, dass ich bei dir sein kann heute Abend. Ach, das freut mich sehr, dass du da bist. Es ist mir eine absolute Ehre, weil ich habe dich jetzt angekündigt, habe gesagt, du bist Bloggerin für Genuss und Lebensfreude, in Life Trust Coach. Bettina, erzähl mir, was machst du? Was macht ein Life Trust Coach? Erzähl mir. Ja, also als Life Trust Coachin begleite ich Frauen hauptsächlich dabei, ihr Lieblingsleben zu kreieren. Mhm. Also das ist so mein Motto. Ich blogge unter der alltagsfeierin.de auch und habe eine persönliche Geschichte und bin so nach und nach immer mit mehr Frauen in Kontakt gekommen, habe einfach meine Geschichte geteilt und habe dann gemerkt, dass ich Frauen gut so als Brückenbauerin und Wegbegleiterin unterstützen kann. Wollte dem dann Hand und Fuß geben und habe deswegen mich zur Coachin ausbilden lassen, beziehungsweise mich ausgebildet, weil es natürlich auch ganz schön viel Arbeit ist. Mhm. Da machst du erstmal quasi bei dir alles auf links und guckst ganz genau nach, um dann eben auch Frauen begleiten zu können. Mir liegen besonders die Frauen mit 40 plus am Herzen, weil zu allem kommt dann meistens noch das Thema Wechseljahre dazu. Und deswegen mache ich auch gerade eine Weiterbildung zur Wechseljahrberaterin tatsächlich noch, weil einfach mein Coaching auch integral angesetzt ist. Das heißt, ich gucke ganzheitlich hin auf den Menschen. Also wenn der mit einem Thema kommt, dann gucken wir quasi aus vier verschiedenen Perspektiven drauf auf das Thema. Und da gehört auch die Gesundheit dazu, immer wieder. Genau. Ach, es klingt sehr spannend. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Fragen zu stellen. Jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Wir haben uns kennengelernt bei einer Wäscheparty bei der Anja, alias Schminktante. Da haben wir uns kennengelernt und da ging es an die Wäsche. Da ging ich dir an die Wäsche. Da haben wir uns kennengelernt. Und ich fand es so spannend, was du auch machst, weil du auch ganz tief reingehst auch in diese Frauenthemen. Ich habe manchmal auch den Eindruck, dass ich auch sehr viel mitbekomme und von meinen Frauen, von den ganzen Ängsten und Problemen oder eben auch Wechseljahre, das, was du jetzt gerade eben gesagt hast. Und deswegen finde ich das so spannend und ich bin überzeugt davon, dass die eine oder andere Frau dabei ist, die hier Fragen hat. Und ich möchte es ganz gern mal erst, bevor wir richtig starten, aufrufen dazu. Bitte stellt der Bettina Fragen. Ihr könnt jetzt wirklich es ausnutzen. Sie ist hier live eine halbe Stunde bei mir. Und wenn ihr Fragen habt zu den ganzen Themen, die es hat, fragt einfach. Ich werde dich dann unterbrechen, liebe Bettina, oder halb unterbrechen und werde dann die Frage vorlesen, wenn das okay ist. Und dann freue ich mich auf viele Fragen und viele Antworten. Genau. Also wir haben uns beide kennengelernt zum Thema Wäsche. Um mal ganz kurz, bevor wir in deine Themen einsteigen, ist das Thema Körper und Wohlbefinden und Wäsche und drunter und dieses Annehmen, ist das für dich auch ein Thema?
Absolut, es gehört zum Frausein dazu und ich glaube, dass unendlich viele Frauen damit ein Thema haben, sich in zu kleine Größen reinzwängen oder aber eben überhaupt nicht wissen, was sie brauchen, damit sie auch, also Wohlbefinden fängt schon bei Kleidung an und vor allem bei der Unterwäsche, weil da ist die Basis sozusagen und auf alles andere wird dann aufgebaut, ne? Und deswegen war ich da auch so begeistert, das mit dir ausprobieren zu können und quasi auch in so einem intimen und persönlichen Umfeld das einfach zu machen, so entspannt, ne? Also ohne dieses scheußliche Licht, was die Umkleiden meistens haben, kompletten Mensch, also auch eine Umgebung, wo du nicht kennst, wo du dich vielleicht dann auch unwohl fühlst, weil auch das gehört ja dazu, ne? Dass du da quasi so ein, ja, ein Erlebnis hast dabei, wo deine ganzen Sinne auch ja, bedient werden und du dann aber auch einfach Vertrauen zu dem Menschen aufbauen kannst, der dich da jetzt dann eben auch berät, in dem Fall zu dir. Und das hat gleich gematcht bei uns, das hast, weißt du ja, ne? Und ging ja nicht nur um BHs dann die ganze Zeit. Ja, stimmt. Die haben wir ausgemessen, zack, angepasst, was möchtest du, ja. Wunderbar. Und dann sind wir gleich sofort weitergeschweigt. Genau. Ganz genau. Das Thema sich annehmen, wenn du sagst, das ist auch ein Thema für dich, hast du da einen Tipp, hast du da einen Ratschlag, wo du mitgeben kannst, die Frauen, wie man besser mit sich auch klarkommt, sich annehmen kann? Also vielleicht erstmal zu gucken einfach, was unser Körper für ein großartiges Geschenk für uns ist. Also was der schon alles für uns gerockt hat, auch wenn wir manchmal echt eklig mit ihm umgehen, ne? Wenn wir uns durch Stress, durch auch Herausforderungen im Leben oder so weiter, also quasi auch durch Zeiten, wo wir gar nicht auf den Körper achten, dass er immer noch quasi zu uns hält und uns unterstützt. Und wenn man sich das schon mal, also diese Dankbarkeit schon mal empfinden kann, dass es da ist, dann kann man vielleicht auch dankbar sein, wenn man ein oder zwei Röllchen zu viel hat. Vermeintlich zu viel, ne? Weil was ist zu viel, was ist zu wenig, wer legt es fest, wer sagt, was richtig ist. Also es geht ja wirklich um dieses, ich nehme mich an, ich akzeptiere, was ist und dann gucke ich einfach nach, wie ich liebevoll auch meinen Körper unterstützen kann, weil das ist unser Fahrzeug, sage ich immer dazu, damit werden wir durchs Leben, ne? Also mit unserem Körper, mit uns sind wir zusammen von Anfang bis zum Ende. Und deswegen darf der auch eben gut genährt werden, gut gepflegt werden, gut unterstützt werden und einfach auch dafür anerkannt werden, was er alles so leistet. Genau. Ja, das stimmt. Und das sind tatsächlich, wie du jetzt auch sagst, bei mir in der Umkleidekabine, das kann ich wirklich nur bestätigen, das sind alle Konfektionsgrößen, alle Alterskleider, es ist alles dabei, es kann jeder, egal ob groß, klein, dick, dünn, ist entweder zufrieden oder auch nicht zufrieden. Also da gibt es gar kein richtig oder falsch, kein zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu was weiß ich, was zu alt, ja. Also da ist wirklich alles dabei. Ich habe das junge Mädchen bei mir in der Umkleidekabine, die vielleicht auch so ein bisschen die Scham noch hat, aber auch Frauen, die jetzt wirklich, wie du sagst, in den Wechseljahren sich wirklich verändern und auch mit der Veränderung oft auch nicht klarkommen. Es gibt natürlich, jetzt muss ich gleich mal zu sagen, ganz viele Frauen, die sind mit sich absolut im Reinen und stehen da, wow, cool. Also da, ich wollte da jetzt nicht Fass aufmachen. Aber gerade mit den Wechseljahren, mit Tina, ich glaube, Wechseljahre ist wirklich ein Thema, das uns Frauen bewegt. Die Veränderung der Wechseljahre, wenn du sagst, das ist ein Thema für dich, wie gehst du mit deinen, sind das Klienten oder wer sagt man dazu, damit um? Oder ja, genau. Was begegnet dir? Deine Lieblingsmenschen. Was begegnet dir zum Thema Wechseljahre? Naja, das ist halt, also man ist tatsächlich im Wechsel. Ne? Also man hat im Endeffekt schon relativ viel hinter sich. Man hat also beruflich oder familiär oder beides gemischt. Man hat vielleicht auch die ersten Schicksalsschläge schon erlebt. Gesundheitlich ist vielleicht schon was passiert auch und so weiter. Und dann kommt eben noch diese Hormonumstellung dazu. Und die kündigt sich ja, also die Wechseljahre, also das wurde ja lang mit dieser Menopause, wurde ja quasi, da haben ja viele gedacht, zack, Menopause und weg. Aber das kann sich ja über 10 Jahre quasi hinziehen. Und oft sind so Sachen, also die einem dann auch auffallen,
Also, dass man plötzlich so Stimmungsschwankungen hat oder aber auch, dass man eben plötzlich an Gewicht zunimmt und gar nicht versteht, was man geändert hat. Oder aber, dass man plötzlich trockene Augen bekommt, ist zum Beispiel auch so ein Thema. Da war ich total überrascht, als mir dann eine Freundin gesagt hat, ja, das sind die Wechseljahre, ne? Das ist also, wo ich, als ich noch am Anfang stand, ne? Und ich so, krass, die Augen auch noch, ne? Ja. Und also viele, also es gibt ja diese klassischen Sachen, ne? Oben, ganz oben dran steht ja immer diese Hitzewallung, die ja auch gar nicht unbedingt jetzt bei jedem ist, weil man kann die Wechseljahre so ganz grob unterteilen und kann sagen, ein Drittel hat gar keine Sachen damit. Also die gehen da durch und wundern sich dann auch drüber, was da manche für ein Fass aufmachen. Ein Drittel hat annehmbare Beschwerden oder Begleiterscheinungen und ein Drittel, das erwischt so richtig, ne? Okay. Also das kann sein, dass die wirklich das Gefühl haben, die Frauen, sie stehen so eher neben sich und wissen gar nicht mehr, wo sie quasi ansetzen sollen. Und das hat dann natürlich Auswirkungen. Das hat dann Auswirkungen auch auf das Umfeld. Das hat Auswirkungen auf das, dass man sich wieder nicht mehr balanciert fühlt. Und da kann man eben viel machen, weil da kann man einfach erstmal so eine Bestandaufnahme machen und dann ist es auch wirklich so eine Chance, die man hat, weil da ist dann dieses, man hat schon diese Erfahrung, man hat auch schon so einiges erlebt und dann kannst du überlegen, so welche Puzzleteile nehme ich denn jetzt dazu, um mein Leben noch lebenswerter zu machen? Was brauche ich zu dem Lieblingsleben? Und das fängt an über Ernährung und Bewegung. Okay. Das geht um die Kleidung tatsächlich, ums Okay. Umfeld, wo du lebst, die Menschen, mit denen du dich umgibst. Also auch da musst du dich noch mit jedem Menschen quasi auch umgeben. Ne? Wer tut dir gut? Wer zieht dir Kraft? Und auch natürlich, was geht bei dir ab? Bist du mental gut dabei? Hast du Bock auch noch Neues zu lernen, dich zu öffnen? Ne? Wie sieht es mit deinen Hobbys aus? Bist du vielleicht beruflich? Wie stehst du da? Bist du zufrieden, unzufrieden? Hast du das Gefühl, da müsste doch noch was kommen? Ne? Also das ist so ein unendliches Feld und da kann man eben wirklich ganz, ganz viel machen. Und ich habe das quasi alles. Ich gehe da alles selbst durch. Also bei mir ist es immer so dieses, also ich lehre das, was ich quasi auch lebe und habe da auch ein ganz großes Portfolio inzwischen beisammen, um da halt auch jeden unterstützen zu können, der da die Themen damit hat. Und es geht, wie gesagt, ganzheitlich wird hingeguckt und dann findet man so den Weg. Es gibt nämlich nicht diesen einen Weg. Also es gibt dann kein Standardkonzept, was jedem umgestülpt wird, so wie es bei dir auch ist mit den BHs. Ne, es gibt nicht den Nee, BH und dieses, genau. ne, sondern dein persönliches Paket wird dann geschnürt. Ne? Und da steht halt viel Potenzial dahinter. Und ne, also deswegen liebe ich das auch. Und wenn ich dann sehe, wie die Frauen sich verändern, wie sie aufblühen, wie sie plötzlich anfangen, sich für Sachen zu interessieren, neu zu öffnen, ruhiger zu werden, ganz anderes Lebensumfeld zu kreieren. Also ich habe da schon ganz viele schöne Sachen erlebt und das, ja. Das begeistert mich, das erfüllt mich, dafür möchte ich auf dieser Welt auch sein, ne? Genau. Ach, das klingt einfach schön. Stellst du dann, wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Also machst du das online oder machst du es offline? Also hast du einen Raum, wo die Frauen empfängst? Oder machen wir das so, wenn wir zwei das zum Beispiel machen würden? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht sowas aus und wie lang ist so ein Programm oder ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also es kommt ganz drauf an, tatsächlich. Ich habe noch ein schönes Tool an der Hand, das nennt sich Human Design. Damit kann man also das mit dem Geburtsdatum und so weiter, kann man da quasi so den Energietyp abbilden und man kann nachgucken, was der Mensch für Talente hat, für Spezialisierungen, wie er tickt und so weiter. Damit arbeite ich auch tatsächlich. Das ist dann meistens, nennt man Reading. Das ist dann meistens eine Sitzung. Dann habe ich sowas Verbundenes, wo die Frauen wirklich mit dem Thema kommen. Also da arbeite ich dann mit einem Fragebogen tatsächlich, frage bestimmte Sachen ab. Wir machen auch tatsächlich so eine Ziel, also ein Ziel vereinbaren wir, weil wir wollen ja auch überprüfen, ob der Mensch dann da auch hinkommt. Und dann gibt es meistens so ein Kennenlerngespräch und das kann stattfinden, wie man möchte. Also das meiste mache ich tatsächlich online, weil durch meinen Blog und meine Reichweite bin ich halt eben auch, also über Deutschland hinweg auch vertreten. Ich glaube, das weiteste war mal Singapur, mit der ich quasi Mit Englisch. gearbeitet habe. Oh. Genau, das war eine deutsche Frau, die da Ah, okay. ausgewandert ist hin. Und dann hat mich eben gefunden, auch übers Web. Und das war auch dann ganz toll, ne? Und
Ich mache es auch persönlich, also auch da, so dieses, was braucht der Mensch, ne? Also es gibt ja welche, die möchten diesen persönlichen Kontakt, die brauchen das, damit sie sich fallen lassen können, die wollen da keinen Rechner dazwischen haben, ne? Und ich habe hier Räumlichkeiten tatsächlich und also da ist alles möglich. Genau, und dann gibt es dieses Kennenlerngespräch, wo wir das dann nochmal alles abklären, weil was auch natürlich wichtig ist, ich bin Coachin und Trainerin kann man noch bei mir sagen, aber ich bin keine Therapeutin und da muss ich auch ganz klar die Grenze ziehen. Also ich habe selbst eine Depressionsgeschichte tatsächlich, das heißt, ich kenne mich in dem Bereich ganz gut aus. Und wenn ich merken würde zum Beispiel, dass ein Mensch eher, also einen Therapeuten an seiner Seite braucht, dann würde ich das auch tatsächlich offen kommunizieren, beziehungsweise was dann möglich ist, ist, weil ein Coach guckt eher ins Hier und Jetzt und in die Zukunft, während ein Therapeut ja auch in der Vergangenheit mit dem Menschen viel arbeitet, dass man zum Beispiel dann die Erlaubnis kriegt von der Klientin, vom Klienten, dass man mit den Ärzten sprechen darf oder mit den Therapeuten und dass man das so Begleitendes macht, weil ein Therapeut, wie gesagt, der macht eher die Vergangenheit, die Bewältigung. Ein Coach kann unterstützen, dass zum Beispiel, wenn ein Mensch, der wirklich Schwierigkeiten hat, noch überhaupt zu wissen, was ihn freut, was ihn irgendwie bewegt, was sein Herz zum Hüpfen bringt, sage ich immer, Ja, dann genau. kann ich zum Beispiel dann mit Tools arbeiten. Oder wenn es darum geht, also ich habe auch Menschen, die ich begleite, die ausmisten wollen oder die quasi neue Gewohnheiten etablieren wollen. Oder was ich auch oft habe, ist, da gucken wir uns auch das Human Design dann an, also das ist die Energie. Und dann geht es darum, wie erreicht der Mensch jetzt zum Beispiel so einen Berufswunsch, den er hat. Das hatte ich auch schon, dass es dann darum ging, was braucht es noch? Also ich arbeite auch immer mit diesem, was sagt der Bauch, was sagt der Kopf? Also ich mache so innere Anteile, damit arbeite ich tatsächlich auch. Also dass man das so sagt, weil oft fühlt man sich manchmal so in sich selbst so aufgesplittet. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man so sagt, der Verstand steht da oder so ein innerer Kritiker, der immer meint, er muss da den Ton angeben, ne? Und der Bauch, der will gar nicht mehr vielleicht mit einem kommunizieren und da gibt es so viele Techniken und Möglichkeiten und das ist immer sehr, sehr individuell und es kommt drauf an. Also wie gesagt, es gibt so, das nennt sich Laser-Coaching, das ist so, wenn du einfach mal kurz und knackig quasi jemanden brauchst an deiner Seite für eine Stunde. Dann mit 3 Stunden, also mit 3 Einheiten, kann man schon richtig gut viel machen. Und so 10 Einheiten habe ich auch ganz oft. Also, weil dann ist es wirklich auch so alle 2 Wochen. Dann kann auch mal, weil es gibt auch dann Hausaufgaben manchmal, also Genau, du Reflexion. Ich kannst arbeite ja wachsen ganz auch. viel mit Fragen oder auch mit, ich habe auch Kontakt mit via WhatsApp dann mit den Menschen, ne? Also wenn es darum geht, auch mal zu begleiten, also dass man auch Erfolge teilt. Ich möchte auch gern wissen, wie das Coaching nachwirkt. Also mir ist es ganz wichtig, dass ich da an der Seite bin in der Zeit, wo ich den Menschen begleite und betreue, ne? Also das ist ganz, ganz wichtig bei mir. Genau. Also das, als du das jetzt gerade erzählt hast, also ja, vor vielen Jahren habe ich ja auch mein Leben komplett umgestellt und habe mir ja erst mal so Anfang 40 habe ich mir einen anderen Beruf gesucht. Ich bin ja Bankerin eigentlich und habe dann gesagt, oh, Zahlen, Fakten, ja. Und da kann ich mich daran erinnern, dass ich überhaupt nicht wusste, was will ich denn überhaupt. Das war für mich so, so wahnsinnig schwer. Weil jetzt, also im Nachhinein sagen ganz, ganz viele Frauen zu mir, ja, du, das ist dein Traum, du lebst deinen Traum, das merkt man, wie du das machst, wie du das arbeitest und so. Aber ja, ich lebe und habe meinen Traumberuf gefunden, die Unterwäsche. Aber wie kommt man da drauf? Und ganz viele Frauen sagen wirklich zu mir, mein Gott, wenn ich nur wissen würde, was ich will. Und wie hast du das gefunden? Ich kann es gar nicht sagen, wie ich das gefunden habe. Das ist mir wieder zugeflogen. Und manchmal, glaube ich, muss man einfach auch offen sein. Offen sein und auch mal was ausprobieren und auch wenn es mal nicht funktioniert. Wie siehst denn du das? Also, es ist so meine Meinung, einfach zu sagen, probier es doch mal. Sonst weiß ich doch nicht. Oder sagst du, nee, erst mal hier, was sagst du dazu? Also das ist tatsächlich wieder typabhängig, ne? Aber was man auf jeden Fall machen kann, ist die Augen offen halten, was das Leben einem so zeigt. Weil tatsächlich ist es bei ganz vielen Menschen so, dass die gar nicht so hustlen müssen und gar nicht quasi so bewusst ihren Plan haben müssen im Leben, sondern eher auf so Zeichen achten dürfen, was ihnen immer wieder begegnet. Also was für Sachen, wo merkst du, dass deine Frequenz, also deine Freude zum Beispiel steigt? Was hast du in deiner Kindheit total gern gemacht? Das wären dann so Fragen, die ich erstmal stelle. Was hast du vielleicht unterwegs verloren? Weil Kinder, Haushalt, Familie, Arbeiten,
die Eltern noch, die dann in ein gewisses Alter kommen. Also wir sind ja also auch oft in so einem Hamsterrad. Ja. Wo bist du? Also ich habe mich zum Beispiel total verloren gehabt. Also bei mir war das so mit Mitte 30. Mhm. Es hat alles super gut funktioniert. Also perfekt nach außen hin. Mhm. Nur ich habe gar nicht mehr gewusst, wer ich bin. Okay. Also ich wusste, was meine Kinder wollen. Ich wusste, was mein Mann will. Ich wusste, was mein Chef möchte. Aber bei mir war es so dieses, wer ist denn überhaupt diese Bettina? Wer ist denn überhaupt, was isst sie denn gerne? Wie fühlt sie sich wohl? Was zieht sie an? Und das war also dann, es hat also so lange dann auch gebraucht, weil erstmal gar kein Raum dafür war. Also ich musste wirklich zusammenbrechen. Ich musste wirklich richtig krank werden, um dann wirklich über lange Jahre dann dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und ich hoffe auch, dass ich vielen Frauen so eine Abkürzung dann geben kann, dass die nicht unbedingt so tief runter müssen, wie ich es war. Aber es geht wirklich um diese kleinen Fragen. Erstmal so dieses, was macht dir denn Freude? Und wenn alles möglich wäre, wie würdest du deinen Tag dann gestalten? Weil ich bin ja auch die Alltagsfeierin. Ja. Also bei mir hat damals bei der Depression mir tatsächlich ganz viel geholfen, dass ich hergegangen bin und gesagt habe, ja, es ist dunkel, es ist echt schwierig und ich habe echt Schwierigkeiten, die Tage zu überstehen, aber ich kann diese Sonnenblume sehen und die macht irgendwie eine kleine Bewegung in meinem Körper. Und dann habe ich angefangen, diese Glücklichmacher, diese Glitzekleinen zu sammeln, habe die eben auch fotografiert, so bin ich bei Instagram gelandet, da war ich, habe ich das noch, also bei mir war das auch, es hat sich ergeben. Also ich habe dann gemerkt, das Fotografieren schenkt mir zum Beispiel Freude. Ich habe dann gemerkt, ich möchte mehr dazu erfahren. Ich habe ja dann auch, also ich war ja auch, ich bin ja auch total, also ich war Buchhalterin, ne? Ja. Also bis noch, also offiziell bis kurz vor 40 noch. Und dann war es auch so, dass ich dann wusste, dass ich gesundheitlich das nicht mehr machen kann. Es hilft mir jetzt total. Also auch so, es war nichts verloren. Also es ist jetzt so, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt 40 Jahre meines Lebens verschwendet. Ich hätte doch gleich. Nein. Also auch da dieses Annehmen zu sagen, nein, der Weg durfte genauso sein, weil es musste das und das passieren, damit ich an den Punkt komme, damit ich erstmal ich selbst wieder werden kann. Also ne, ich hatte mich verloren und ich habe mich umso mehr wiedergefunden dann in den letzten 10 Jahren, kann man wirklich sagen. Ne? Ja, genau, 10 Jahre sind es ungefähr. Ich meine, dein Instagram-Kanal, dein Blog und deine Seite, die sprechen ja genau Bände für diesen Erfolg, dass es genau das ist, was von Herzen kommt. Und ich glaube auch, dass deine Follower oder unsere Follower oder wie man sagt, oder überhaupt Frauen sich das genau merken, was kommt von Herzen. Und was kommt eben nicht von Herzen? Und jede Frau, also ich spreche jetzt mal die Frauen an, ist ja die Zeit zu schade, um irgendwas vorzuspielen. Und ich glaube, wir sind von der Zeit einfach weg. Also es gibt also ich mache mein Leben so, wie andere es sehen sollen. Die Zeiten sind vorbei. Also ich habe das Gefühl, also ich war noch nicht so, ich war noch nie so, du wahrscheinlich auch nicht, aber das was wir tun, dass wir sagen, wir sind echt und wir sprechen Probleme an und wir reden über das, was uns bewegt. Das ist doch der Erfolg und das kommt von Herzen und das, was man von Herzen macht, das funktioniert, oder? Genau. Ja, und es braucht auch dieses Faken, braucht es nicht mehr. Also ich finde, wir müssen viel offener über Krankheiten sprechen tatsächlich. Und es gibt unendlich viele, also nicht nur Depressionen, psychische Erkrankungen, auch wie viele Frauen kriegen Brustkrebs und so weiter. Oh, ja. Und ne, also generell, und es ist irgendwie immer noch so eine Stigmata, dass man dann sagt, bloß das nicht verraten oder so. Und nee, es muss raus. Und ich bin da inzwischen auch so weit. Also ich habe auch ein paar Jahre gebraucht. Mhm. Am Anfang hatte ich auch das Gefühl, ich muss da einiges von mir zurückhalten. Ich habe aber immer gemerkt, in dem Moment, wo ich quasi was von mir abgegrenzt habe, von meiner Persönlichkeit, hat sich die Depression bei mir wieder stärker gezeigt. Okay. Also als ob mein System mir sagen wollte, Bettina, so nicht, sei authentisch, sei wahr. Mhm. Und ich mache mich tatsächlich angreifbar und verletzlich. Ja. Aber ich bin inzwischen so stark, dass dass ich dann sofort merke, das ist das Thema ja von dem anderen. Genau. Und wenn er da nicht, also er ist noch in meinen Schuhen gelaufen, wie soll er es wissen? Mhm. Und ich kann das ganz gut nehmen inzwischen. Und tatsächlich habe ich aber auch wenig Erfahrungen, also mit, dass ich wirklich Menschen habe, die mich angreifen oder so, obwohl ich ja relativ groß aufgestellt bin und so weiter, sondern ich habe eher das Gefühl,
die Menschen kommen gern und gucken und bleiben auch. Ja. Also ich nenne mich auch eben gern Brückenbauerin, weil oft bei mir unter den Posts echt Freundschaften entstanden sind, ja, tatsächlich. Ne? Ja. Und ich treffe mich mit meiner Community teilweise auch. Also ich war jetzt ein bisschen ausgebremst, deswegen, falls jetzt jemand mich nicht kennt und guckt, dass da im Moment ein bisschen ruhiger ist, war gerade im Feed. Ich hatte an der Halswirbelsäule eine OP, also habe Bandscheibenvorfälle gehabt und deswegen musste ich da jetzt ein bisschen stiller halten. Habe aber jetzt, also fange jetzt langsam wieder an, komme wieder zurück und hoffe dann auch, dass das dann auch wieder mehr wird. Ich bin auch noch so ein bisschen so eine alte Instagrammerin, also ich mag das Feed, das Posting eigentlich total gern. Deswegen ist auch mein Feed so ein bisschen anders als die anderen, ne? Mit meinen Pusteblumen, die da immer nicht so durchziehen und so weiter. Ne? Aber generell geht es darum, warum sollen wir denn einfach dahinter halten? Warum können wir nicht sagen, mir geht's nicht gut? Das Leben besteht nicht nur aus toll und positiv. Also was ich feststelle, es gibt so eine toxische Positivität inzwischen, also wo alles weggedrückt wird, also wo Menschen halt so sagen, quasi gar keine Trauer, keine Wut, nichts mehr zulassen, wo es auch ist, ach, du bist traurig, ja komm, ein paar Affirmationen oder dann meditier doch noch länger oder keine Ahnung was. Nee, das Leben ist manchmal dreckig, manchmal strahlend, also und es darf auch alles sein und wir dürfen das auch zum Ausdruck bringen, weil dadurch entstehen dann auch Begegnungen und auf Augenhöhe, mit Tiefe und das bleibt im Gedächtnis und es ist so wertvoll. Also, ne, das ist ja das, was den Unterschied macht, wie man mit den Menschen begegnet und wie der Austausch stattfindet. Und Instagram wirkt manchmal oberflächlich, aber ich merke in meiner Bubble, das geht manchmal ganz schön tief und es ist total schön. Also das begeistert mich einfach, also was da jetzt über die Jahre auch entstanden ist und ja. Ach, das ist auch wie in meiner Umkleidekabine und wie bei meinen Kurse und bei meiner 1:1-Beratung. Also ich komme auch sehr, sehr nah an die Frauen ran und also wer behauptet, Instagram ist oberflächlich, der war noch nie wirklich mit uns unterwegs. Mit anderen, weil es fließen Tränen, es sind Emotionen da, man kann sich viel mehr öffnen und ich liebe auch die Videoberatung. Natürlich liebe ich meine Frauen in der Umkleidekabine, keine Frage. Also jeder, wo reinkommt, ich freue mich, weil dieser persönliche Kontakt, das ist eigentlich super. Aber trotzdem, ich hätte nie gedacht, hättest du mir das vor 5 Jahren gesagt, also ich habe schon immer Videoberatung gemacht, schon vor 10 Jahren, aber ich sage jetzt, in den letzten Jahren ist das wirklich richtig zum Hype geworden und ich habe ja ein großes Produkt da, diesen BH-Pass als Videoberatung. Und ich merke, wie viele Frauen jetzt Kundinnen sind, die vorher sich nicht in den Laden getraut haben. Es gibt so viele Frauen, die trauen sich nicht in einen Wäscheladen rein. Ja, weil sie ein Lipödem haben, weil sie einen Brustkrebs, eine Brust weg, was auch immer das ist, das spielt keine Rolle. Ich habe alles schon gesehen. Und das ist alles ganz normal, weil genau so sind wir Frauen. Und diese Distanz, und trotzdem die Nähe, ich finde es eine mega Konstellation. Und meistens, wenn ich ja dann am Bodensee bin, kommen die Frauen dann und sagen, ach, jetzt habe ich dich bei Video kennengelernt und ich finde dich so toll, ich komme doch in der Laden. Oh, dann machen wir irgendwie Urlaub, fahren auf den Gardasee und dann kommt sie doch vorbei. Hast du das auch so von sich empfunden, dass du sagst, diese Videoberatung, das ist ein Einstieg und danach, boah, macht's auch. Ja, also ist generell, also ich gehe auch nicht gerne in Läden, also gerade nicht für Wäsche. Ne? Du bist ja auch so ausgeliefert. Ne? Ja, also finde ich auch. Diese Kabinen sind ja auch irgendwie, also es ist kein Schutz für mich. Das ist so dieses, und deswegen finde ich auch gerade dieses Persönliche da super, super gut. Also, und mit Video geht total viel. Und es hat ja auch jetzt, das hat die letzten 3 Jahre hat es das gezeigt. Also was wären wir ohne Zoom gewesen? Also es ist schön, weil du kannst dadurch halt auch Entfernungen überbrücken und also kannst wirklich auch da so Bekanntschaften und Sachen pflegen, was vorher gar nicht denkbar wäre, ne? Und das ist, also ich finde es ein Geschenk tatsächlich. Ach, schön. Jetzt möchte ich, obwohl ja eigentlich wir sind mal halbe Stunde, war ein bisschen kurz, weil ich mit dir möchte ich noch gar nicht loslassen. Ich will noch ganz kurz fragen, was ist denn so dein
Was ist denn gerade so das Thema? Ich weiß, es gibt viele Themen und jede Frau hat tausend Frauen, tausend Themen. Aber gibt es ein Thema, wo du sagst, Mensch, das ist gerade ein Thema, das kommt gerade immer wieder und dass du da vielleicht nochmal drauf eingehen möchtest? Also ich glaube, dass im Moment sehr, sehr viele Menschen im Wandel sind tatsächlich. Mhm. Also ich kriege gerade mit, dass viele gar nicht so wissen, was passiert. Also es hat auch viel im Außen zu tun, weil politische Situationen und so weiter, Unsicherheiten auch von den letzten 3 Jahren. Wir wurden ziemlich durchgerüttelt, unser System. Ja. Viele Menschen haben ein Thema mit Stress, mit Abgrenzung tatsächlich und auch mit diesem, was wäre denn noch möglich, ne? Und es ist manchmal, also ich hab das selbst jetzt die letzten Wochen erlebt, es fühlt sich manchmal so eng an, so man ist so ein bisschen dem ausgeliefert, ja. Man hat so das Gefühl, da ist noch mehr, aber ich komme da gerade nicht dran. Mhm. Und da kann ich nur sagen, das ist gerade normal. Okay. Also das ist so gerade eben auch diese, also es wechselt gerade ganz viel im Außen. Und es wird aber jetzt wieder einfacher. Und gerade dieses Thema, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, zu überlegen, also wie so eine Bilanz mal zu machen, so mal sich hinzusetzen und zu gucken, wie geht's mir denn? Also da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, mit so einem Lebensrad zu arbeiten, ne? Dass du dir deine Bereiche mal einfach quasi aufschreibst und zwischen 1 und 10 die bewertest und sagst, 10 ist ganz toll, also okay. meine Umgebung ist eine 10. Beziehung ist nur 3, ne? Gesundheit 5 und dass du dann einfach da so mal anfängst und dass du dann auch einfach mal überlegst, was, wie ist es denn jetzt gerade und warum ist, also du kannst einmal, man sagt ja immer, das, was du gerade als Realität hast, ist der Durchschnitt vom letzten Jahr, was du alles getan hast. Also, ne, weil du kannst einfach überlegen, wie du lebst, wie du dich kleidest, wie du auch mit welchen Menschen du dich umgeben hast, das hat alles Wirkung auf dich. Ne? Und da kannst du dir das letzte Jahr quasi mal angucken. Ne? Also, und dann kannst du schauen, okay, was bräuchte denn, um das besser zu gestalten. Und das ist dann vielleicht erstmal ein riesengroßer Berg. Und da komme ich zum Beispiel dann ins Spiel, dass ich dann helfe beim Sortieren und gemeinsam überlegt wird, wo fängt man an. Oder aber man sagt, was wäre denn jetzt der kleinste mögliche Schritt, das zu tun? Also mit was fällt mir leicht, aber was würde schon einen Unterschied machen? Zum Beispiel jeden Tag, weil ich habe mich zu wenig bewegt das letzte Jahr, als Beispiel. Mir ist es auch bewusst, aber mein innerer Schweinehund sitzt so gern auf dem Sofa. Und dann anzufangen, okay, aber was wäre denn, wenn ich jetzt jeden Tag 15 Minuten eine Runde drehe? Oder aber 15 Minuten mich bewege auf irgendeine Art und Weise, die mir Freude macht, tanzen oder so. Und also diese kleinen Effekte, das nennt man Compound-Effekt. Also wenn du jeden Tag 15 Minuten dich bewegst, wirst du nach einem Jahr eine Veränderung bei dir spüren. Ne? Und das sind nur Kleinigkeiten. Und ja, also das sind so ein paar Hinweise, die vielleicht hilfreich sein könnten. Ach, schön. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Bettina, für das tolle Interview. Wir haben ein bisschen eine schlechte Verbindung jetzt am Schluss gehabt. Bettina, wo findet man dich? Also ich mache deine Seite unten rein, deine Homepage, hätte ich gedacht. Oder was möchtest du jetzt? Am besten Instagram, Homepage, oder? Was Ja, genau, rein, kannst du beides und machen. Wir müssen ja auch noch erwähnen, dass du bei mir ja heute im Vorgestellt-Interview bist auf der Alltagsfeierin. Ne? Ja! Aber ganz vergessen. So ein schönes Interview, so toll, vielen herzlichen Dank. Genau, da machen wir die Seite auch rein. Die Alltagsfeiern, ich verfolge dich so, so gerne. Du machst es ganz toll, auch diese Inputs jeden Tag und dieses, ich glaube, dass das einfach genau, das sind ja die kleinen Schritte, ja, dich mal zu verfolgen. Dann ein bisschen sagen, ach, guck mal, das macht sie gerade, ach, das könnte ich vielleicht auch mal tun. Es geht ja nicht um Zwang, es geht ja um Inspiration. Es geht ja darum, dass man vielleicht ein bisschen was inspiriert wird eben nicht angetrieben, sondern inspiriert. Und das finde ich halt so schön bei dir. Und und deswegen freue ich mich, dir weiterhin zu folgen. Ich freue mich auch. Wir teilen dieses Live auch noch auf YouTube.
Das bedeutet, also Freundinnen, die jetzt wirklich kein Instagram haben, wo jetzt zuschauen und sagen, Mensch, das wäre was für meine Freundin, die hat aber kein Instagram. Schaut auf YouTube, auf BHQueen1a, da wird das auch nochmal geteilt. Und dann habt ihr die Bettina auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Ich freue mich. Ich werde es dann auch nochmal in der Wochenendfeiererei verlinken. Ich habe nämlich sonntags immer quasi so ein Sonntagsmagazin. Ach, und da werde ich dann auch das zu deinem YouTube-Kanal nochmal packen, ne? Ach, dass super. wir dann da, genau. Genau, ja. Schön, prima. Also, wenn jetzt keiner mehr Fragen hat, weil ich glaube, wir haben alle wirklich sehr, sehr gespannt zugehört. Wir haben ein paar Frauen hier im Live, aber ja, irgendwie hat alle die Sprache verschlagen. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was zu sagen ist. Ich wünsche dir einen super schönen Mittwochabend. Herzlichen Dank, dass du da warst, liebe Bettina. Vielen Dank. Ja. Ich danke dir und bis ganz bald. Tschüss. Ciao, tschüss.